Hallo und da sind wir wieder bei Minecraft. Weiter geht's mit unseren spitzen Rotor-Quest in der Staffel 6. Ja, wir haben auch noch unseren Bushted Furnace, da habe ich unten einen Pebble. Hier sieht man, ich habe hier einfach Jet, ne, wie heißt das jetzt? Jet Fuel von hier, einfach mit einmal rausgenommen und einmal hier rauf geklatscht. Dann habe ich hier Wasser, zwei portable Tanks auch angeschlossen, denn wir brauchen Wasser, Jet Fuel. Und ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, hat nicht lange gedauert. Ich habe es schon mal getestet, wir brauchen diese Mikroturbinen. Da steht ja, die produziert 2 Megawatt, 16 Newtonmeter und 131 Kilowatt. Genau das, was wir brauchen. So, und dann können wir die hier hinstellen. Zack. Das passt schon. Hier habe ich schon ein bisschen zugemacht, denn das fängt an zu fackeln. Das ist natürlich ein schlechter Ort, wo ich die hingestellt habe, aber aufgeblöd. Und jetzt muss ich hier Wasser rein. Einfach ein Jetfuel klauen und hier draufklicken und schon fängt die an. Und das hier einfach rein. Dann müsste das Speed hier erhöht werden, weil die hier heiß wird. Das dauert ein bisschen. Geht das Speed langsam rauf und dann steigt auch die Temperatur. Wir sind jetzt bei 25 Grad. Wichtig ist, dass wir immer genügend Wasser hier haben. So, da läuft noch. Ja, da haben wir noch ein bisschen. Ist gut. 3 Minuten. Mal schauen, wie wir durchbekommen. Speed ist schon ein bisschen höher. Ja, nehmen wir noch mal eins. Und Wasser sollte hier schön gekühlt werden. So, Speed haben wir zur Hälfte. Das ist gut. Also wie gesagt, diese Mikroturbine, mit der schafft man das locker. Es ist halt so, wenn man, ja, man muss sich halt mit dem Mod extrem beschäftigen, damit man alles weiß. Es gibt natürlich viele Leute, die das schon wissen, weil sie Let's Plays gucken und alles Mögliche. Ich mache das ja nicht wirklich aktiv, sondern ich mag auch selbst ein bisschen rumtesten. So, jetzt haben wir Speed gleich bald voll. Wasser noch genügend da. Das Wasser wird aber erst verbraucht, wenn wir mehr Hitze haben, wenn die Speed vollkommen erreicht ist. 2 Minuten. Wir haben 29. Mal gucken. So, Speed ist gleich am Ende. Dann wird die Temperatur steigen. So, die steigt schon. Und es wird schon rot, weil es eben heiß wird. Jetzt haben wir hier auf einmal 9 Minuten. Und der brennt schön durch. 2 haben wir schon. Jetzt müssen wir halt darauf achten, dass wir immer genügend Wasser da haben. Um die Engine zu kühlen. Die sollte maximal 1000 Grad erreichen. Ich weiß nicht, was, ob die dann genau aufhört bei 1000 Grad oder ob wir hier irgendwas machen müssen, damit die aufhört. Das ist halt schon ziemlich rot, ne? Aber okay, soll uns nicht stören. Wir brauchen auf alle Fälle dieses Ingot, der Rest ist uns egal. Kann man genügend Wasser haben. Hier haben wir 8 Minuten, das passt dann. Das Ingot kann man eben dann zu 3 und 4 weiterverarbeiten. Jetzt weiß ich noch nicht, ob wir noch Bedrock Dust haben oder nicht mehr. Sonst muss ich dann offline ein bisschen organisieren. So. Jet Fuel haben wir noch. Wasser haben wir genügend. Spitze. Wir bekommen unser Jet Fuel, das passt auch super. Wie viel haben wir hier noch drin? Ach, pff. Da haben wir Terra Tool drin. So, der ist jetzt aus auf 0, weil er eben voll ist. Das ist auch gut, funktioniert wunderbar. Und hier muss ich mir einen anderen Ort überlegen. Das war ein bisschen blöd aufgebaut. Ich dachte ja nicht, dass hier alles abfackelt. Konnte man ja nicht wissen. Aber okay, weil hier ist ja der, oder ich mache einfach die Mauer dahinter statt des Oakwood Blanks. Hier ist so Cobblestone. Ah nee, das passt auch nicht. Hm. Aber ich könnte Oakwood Covers machen, die können ich glaube nicht brennen. Na, mal gucken, was ich da mache. So. Wasser ist noch. Gut. Ja, wird aufwendig vor sich hin. Mal gucken, haben wir schon einen leeren Tank? Ne, der ist noch nicht leer.
Okay, wir stehen jetzt bei 873 Grad fix, das passt. Mikroturbine, sehr gut. So, der Miner, was macht der? Man kann hier, wenn man stoppt, Reset, und in der Config kann man hier Items rein tun, die ihr nach der suchen sollt. Also noch Redstone, Ilorium, Obsidian und Diamant. Jetzt könnten wir hier hinten zum Beispiel noch ein Eis nehmen. Klick hier rein, sag Config, New Filter, Item Stack, das Eisen rein, Save, Radius 21, passt. Und sag Start und er findet 601 Item. Und das ist alles Eisen. Hier. Und er sucht ein Eisen nach dem anderen und man kann auch hier schön einstellen, ob er das mit Zig Touch abbaut oder nicht. Zum Beispiel hier bei den Diamanten Redstone. Ja, einige sagen, das ist ein bisschen cheaten, andere ja sagen, das ist normal. Und wenn wir hier schauen, er braucht schon, ja. Man sieht hier, da geht rauf bis ich glaube 5000 RF braucht man da schon, um den zu betreiben. Also man braucht schon jede Menge Ressourcen. Also man braucht schon einen riesen Reaktor, damit das auch wunderbar klappt. So, der ist fertig. Ich weiß nur nicht, wie können wir den ein bisschen abschalten. Am besten schalten wir ihn ab, indem wir ihn einfach wegnehmen. So, so irgendwie, dann drehen wir den noch zurecht. Zack. So, dass wir das nächste Mal das haben. So, jetzt kann der eigentlich abkühlen. Ja. Wunderbar. Haben wir unsere 30. Meiner kann dabei suchen und wir craften uns jetzt mal unsere Upgrade. Eigentlich kann ich ja den ganzen Scheiß da reinbauen. Also, wir brauchen Upgrade. Eine gerade ab. So. Wir brauchen Tier 1. Aha, Ethanol brauchen wir da auch. Wo war jetzt Ethanol, wo war jetzt das andere? Das waren den Ecken. Die Ecken habe ich gesagt, du dummer Junge. Ethanol haben wir ja hier, zack. Da haben wir noch 90 Minuten. Sehr gut. So, dann kommst du so. Einmal Nummer 1. Dann brauchen wir Tier 2. Ich weiß gar nicht, ob wir schon geschafft haben. Bla bla bla. Ja, falls ihr deiner wundert, nee, das da haben wir einen, ja. Weil wir haben einen Molekulartransformer, der sich da drin befindet. Und da habe ich einfach einen durchgelassen. Ich glaube, 120 Millionen EU, aber kostet ja sonst nichts. Wir haben es ja, also so ist es nicht. Es trifft keinen Armen. Muss man auch dazu sagen. Haben wir den hier und zack, dann hier noch. So, dann haben wir Upgrade 2. Dann Tier 3 wird jetzt interessant. Da braucht man eben dann unser schönes, wunderbares Zeug. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Nein, gerade verkehrt rum. So, Nummer 3 und dann brauchen wir noch Nummer 4 mal. Und da haben wir Tungsten. Da fängt es an. Tungsten. 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 Da haben wir keinen Tungsten. Okay, dann Warp Abbau. Schauen wir mal, ob unser Törtlein Tungsten hat. Tungsten. Nee, haben wir nicht. Aber steht da auch nicht, wie man das herstellt, gell? Tungstenflakes, wie bekomme ich Tungstenflakes? Na, schön, dass es hier. Ja. Bekomme ich einen Tungsten?
Ja, Tungsten, Tungsten. Das ist echt wirklich. Ist echt die Frage, wie ich das bekomme. Wie bekomme ich Tungsten? Mit Schmutzen? Bla bla bla. Ja, das ist mir klar. Dass ich auch das Tungsten von Quechtech nehmen kann, aber wir haben keinen Quechtech mehr drin. Deswegen. Mal kurz gucken, bla bla bla, nee, das wollte ich nicht. Aha. Tungsten, Tungsten. Ja, gute Frage, wie bekomme ich das, Leute? Tower Boss. Also von Extra Piece, na super. Anders als der Turtle kann er keinen Tungsten abbauen. Und wenn ihr euch fragt, warum nicht, ganz klar, es gibt es nicht. Bei mir zumindest nicht. Aber wie gesagt, dann gibt kein Ohr. Wenn es kein Ohr gibt und nirgendwo man Tungsten herbekommt, dann passt da irgendwas nicht. Ja, ein Nackenschmelter, da, da. Das heißt, das Upgrade das Upgrade 4 müssen wir vergessen, dann machen wir das Upgrade 5 mal. Das 4er werden wir uns dann reincheaten, weil wenn wir kein Tungsten haben, wo wir es herbekommen könnten. Sollte jemand von euch wissen, wo man das herbekommt, ja, schreibt es mir einfach. So. Im Blast von Natze. 4 Bedrock, 1 AHSLA. Bedrock 4. 4 habe ich gesagt. Und ein HSLA Stahl. Da rein. Ah, da ist auch noch was drin. Ja. Inventar würde ich sagen, ist ein bisschen zu gemüllt. Schauen wir mal, dass wir noch die Upgrades fertig bekommen hier. So, das brauche ich nicht. Die brauche ich nicht mehr. Das nicht, das nicht, das nicht. Essen brauche ich. Eisen. Gold. Ja. Schon mal ein bisschen mehr. So, dann haben wir hier gesagt, 4 in der Mitte. Tier 1. Mal gesagt. Und 1000 Grad. Wie kriege ich jetzt 1000 Grad mit Lava? Lava habe ich. Hier geht eh runter. Geht das so? Nee, geht auch nicht. Habe ich einen Daktenschmelter irgendwo? Daktenschmelter. Nehmen wir halt den her und klemmen ihn mal hin zum Reaktor und lassen wir es da durchschmelzen, wenn es nicht anders geht. Es hat immer die Zeit, ist schneller weg als wir da. Bedrock? Bin ich jetzt doof? Wollt ihr mich alle verarschen oder? Viermal Bedrock Trust, einmal HSLA Stahl. Wie gibt ihr einmal Bedrock Alloy? Ah, okay.
braucht eine Ewigkeit. Kann ich schon sagen, ey. So, 1,49 Kilojoule, der ist noch am Arbeiten, okay. Kriegen wir jede Menge Eisen hier. Pff, seht ihr, wie viel Eisen wir schon haben? Also, können wir wieder stoppen da. Also, Rohstoffe bekommt man mit denen, ja. Ich würde mal sagen, unendlich viel. Ich möchte den aber nicht hauptsächlich nutzen, sondern wirklich nur, wenn es eng wird. So wie bei uns war Redstone eng, dann habe ich einen Redstone organisiert und dann ging das dahin. Einfach Redstone. Beziehungsweise man kann ja auch Erze reinschreiben, zum Beispiel einfach nur Ohr und dann bekommen wir alle Erze. Dann habe ich einen Redstone bekommen und das habe ich dann wieder reingeklatscht, weil ich einen Silk-Touch abgebaut habe. Und dann, ja, ging das so. Das glaube ich, gell? Ja. 5. Und wie gesagt, das 4er cheaten wir uns jetzt, weil wir können keinen Dunksten. Und sollte ich noch drauf kommen, wie das geht, kann ich das ja nochmal nachgucken. Ist ja kein Thema, Leute. Kein Thema. So, dann würde ich aber sagen, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like, Abo da und bis dann.